Mein Name ist Lorenz Brellochs. Ich bin 29 Jahre alt und in Stuttgart in Deutschland aufgewachsen und geboren dort. Mich treibt die Kooperation und die gegenseitige Unterstützung von Menschen an, Abwechslung und Vielfalt für mich persönlich bei beruflichen Tätigkeiten. Und ich habe mir deshalb den Wirtschaftsingenieur-Bachelor rausgesucht als Grundstudium und mich darin auch mit erneuerbaren Energien auseinandergesetzt und habe das dann in dem Masterstudium Energy Science and Engineering an der Technischen Universität Darmstadt vertieft, interdisziplinär, um mich dort weiter zu qualifizieren für diesen Bereich und dann später mit Kooperation und Energieversorgung für die Entwicklungshilfe und einen Beitrag zur Besserung dieser Welt leisten zu können. Ich habe sehr gute bis muttersprachliche Englischkenntnisse über das Praktikum in den Philippinen und die anschließende langjährige Partnerschaft mit einer Filipino-Amerikanerin erlangen können und dabei auch ein bisschen Einblick in die Hauptsprache Tagalog der Philippinen erhalten. Daneben habe ich eine sehr gute Grundbildung in Französisch und etwas Grundlagen in Spanisch, neben offensichtlich der Muttersprache Deutsch. Bei Africa Green Tech engagiere ich mich, weil ich das Solarcontainer-Konzept mit seiner Mobilität, Zuverlässigkeit und damit Sicherheit für eine hervorragende Lösung zur Besserung der Lebensumstände für die Menschen in Afrika halte. Mich begeistert außerdem das Geschäftsmodell, das ich als Betreiberkonzept selbst tragen soll und damit die Verantwortung für die sozialen und ökonomischen Wirkungen und Verbesserungen für die Bevölkerung direkt trägt. Bei Africa Green Tech werde ich zukünftig die Möglichkeiten zur Wahrnehmung von Fördermitteln aus Entwicklungshilfefonds eruieren und das Betreiberkonzept mit Solarcontainer in Ausschreibungen anbringen. Zudem werde ich meine Grundkenntnisse aus den beiden breit gefächerten Studiengängen einbringen, um das Unternehmen und die Vision und die zukünftigen Versorgungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.